Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. Ja, wir sind ja fleißig beim Ausgraben und ich habe auch schon nach einer blauen Spur gesucht. Das ist hier im Antiquitätenkodex hier dieses inaktive dietrische Fessel. Für 1000 Gold kann man die dann verkaufen. Und hab sie auch, die Foki habe ich auch schon alle gefunden. Das nächste Mal mache ich das auch mit euch. Ich wollte das nur mal kurz ausprobieren. Und hab auch dieses Gebiet schon betreten und werde hier nach der Ausgrabungsstätte suchen. Ja, da werde ich dann auch oben müssen. Ah ja, die Miri nehmen wir wieder mit natürlich. Die Gefährten Miri, weil die freut sich immer, wenn man was ausgräbt mit ihr. Bei jeden zweiten Ausgrabung freut sie sich, also ist relativ toll. Ich kann da ein wenig Aufregung vertragen. Muss man noch warten auf die Abklingzeit. Hier in diese Richtung. Und das hier ist noch höher. Schauen wir mal höher, weil runterspringen kann man ja immer. Da drinnen. Was ist hier? Ah, ne Fackel. Schauen wir noch mal. Abklingzeit. Ah, wo ist es? Aha. Wir sind vorbeigelaufen. Also. Ah, da unten ist der Haufen schon. Ich habe auch ein paar Skillpunkte reingesetzt, damit es ein bisschen schneller geht oder einfacher ist. Und zwar. Offene Weltausgrabung habe ich hier den Spatel. Entfernt drei Schichten Dreck oder Felsen aus einem einzelnen Feld, braucht aber zwei Intuition. Wenn wir gleich uns anschauen das. Und ja, wir finden die Ausgrabungsstätte für Antiquitäten viel leichter. Es ist jetzt nicht so ganz toll, weil es fängt dann an zu leuchten, wenn man knapp davor steht. Da kann man ja selber voll, also gut selber schauen. Und erhöht die für euch bei einer Ausgrabung verfügbare Zeit. Also oben der Balken ist ein bisschen länger. Da kann man dann länger nach Bonusmaterial schauen. Dann eben den Einblick des Antiquars ist ganz wichtig, damit wir auch die blauen Spuren suchen können oder spähen können. Dann haben wir noch eine zusätzliche Runde beim Spähen und wir haben das Verschmelzen, das zeige ich euch aber danach dann. Ja, ich war da gerade ein bisschen im Flow, deswegen habe ich die blaue Spur auch, die Foki, gleich zusammengestellt. Eine blaue Ausgrabung schaut jetzt dann so aus. Das heißt, es ist eine Schicht mehr drüber. Und ich weiß nicht, warum ich hier so ein rotes Viereck habe. Der Augo reicht nicht so tief. Ah, okay. Das heißt, wir können nur hier suchen. Oh nein. Der kann ja überall sein jetzt. Okay, wir müssen auf gut Glück hier ein bisschen suchen. Tja. Und hier ist dieser Spatel. Okay, hier ist schon mal nicht. Was ist das für eine Spur, ey? Da ist es, da lugt es schon raus. Das ist gut. Okay, dann hier dann noch. Also der Spatel geht immer für zwei Schichten und das ist hier eine dritte Schicht quasi. Ja, machen wir das hier. Und hier ist die unterste Schicht gerade. Sieh mir hier. Okay, wir haben noch zusätzlich Zeit, um das Bonusmaterial zu finden. Aha. Muss mich noch einfuchsen hier.
So läuft es. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir da viel was finden werden. Oh, da, hier ist es gewesen. Oh, noch was ist hier irgendwo. Na gut. Naja, immerhin. Noch eine epische Spur. Also wenn man da einmal hier diese blaue Spur ausgräbt, kriegt man auch diese epische Spur daher. Und ja, die Bonusgegenstände, die sind ganz nett. Die Antiquität wird über Nacht einen Zirkel geschickt. Das ist ab blauer Spur halt so, dass der Zirkel das dann auswertet, was wir gefunden haben. Und wir haben Amalien gefunden. Angesichts des Fundorts frage ich mich, ob es wohl sein könnte, dass dieser Gegenstand aus dem lichtlosen Kerkerloch stammt. Vielleicht weisen die blauen Kristallrückstände ja darauf hin. In diesem Gefängnis waren keine weißen oder goldenen Kristalle erlaubt. Man kann damit J im Kodex anzeigen. Amalien hat das, Amalien hat das hier. Gabriel Benele. Anscheinend habe ich diese Dietrische Fessel schon einmal ausgegraben. Okay. War aber nicht angezeigt. Naja, Gabriel Benele. Seltsam, dieser Gegenstand ist magisch inaktiv und weist keinerlei mechanische Schlösser auf. Dies waren wohl einst verhexte Ketten. Sie sind außerdem recht modisch, findet ihr nicht? Wenn mich jemand gefangen nehmen würde, wäre ich mit diesen nicht unglücklich. Was meint ihr? Oh Gott. Und Veritanumi, das Entschlüsselung bräuchten wir dann auch noch. Dann haben wir alles im Kodex freigeschaltet. Das machen wir dann auch noch. Ja, die haben auch Amalien sagt, das ist unglaublich finster und grauenhaft, natürlich auch, aber dennoch unglaublich angesichts der Zeichen darauf könnte, dass hier Teil eines Folterwerkzeugs in Herzenskummer gewesen sein. Walze des Quälenden, ja. Gabriel spricht, dieses Ding gefällt mir ganz und gar nicht, obgleich ich mit Amalien darin übereinstimme, dass es wohl zu einem Folterwerkzeug gehört, stammt es wohl eher aus dem abscheulichen Laboratorium. Das Material in den Enden ahmt dwemerisches Metall nach, aber es scheint mir kälter und leichter. Dietrisches Simulacrin? Und Amalien spricht wieder, oh, ihr habt recht. Wie konnte ich das nur übersehen? Wenn man genauer hinsieht, ist es offensichtlich, dieser Mechanismus ist unglaublich raffiniert. In dem Fall gehört der Gegenstand wohl einem Xivilei-Foltermeister. Wie aufregend. Also wir sprechen hier so hin und her. Wir müssen aber einmal noch eine grüne erspähbar. Nochmal eine grüne Spur spähen, damit wir nochmal eine blaue bekommen. Genau, da kann ich euch das Verschmelzen zeigen. Hier oben. Verschmelzen vereint eine sechseckige Anhäufung von Facetten im Auge des Antiquars und ändert die Symbole in das der mittleren Facette. Okay, also wenn wir hier diesen, ja, diesen Stern nehmen, genau, dann wird alles zu Sternen. Okay, das war jetzt nicht so ganz schlau, aber und immer wenn man zwei Foki freigeschaltet hat, fühlt sich das wieder und man kann, also man hat diese Energie wieder vollgefüllt und dann wird wieder hier eins von diesen dreien wieder freigeschaltet. Man kann da wieder verschmelzen. Was haben wir denn hier Schönes? Nehmen wir das hier. Und hier noch einen Zug. Genau, drei Züge hätte ich noch gehabt. Aber das brauchen wir dann nicht. Also verschmelzen ist ganz gut, finde ich. Und unsere Ausgrabungsstätte ist da unten. Also, ja, bevor wir uns jetzt an hier den Ast ablaufen, reisen wir doch mal ganz schnell zu diesem Wegschrein, der da in der Nähe ist. Nein, 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 oh nein. Das ist hier eine Truhe. Ja, die nehmen wir natürlich mit hier. Schauen, ob wir überhaupt die 107 Gold schon gezahlt haben oder ob das erst gezahlt wird, wenn wir quasi gepunktet
supported sind, aber ja, die 107 Gold hätten wir schon wieder drinnen. Danke, Miri. Kann man da fein verkaufen. Ja dann, porten wir uns. Hier kommt ja auch kein Mensch her, ey. Hier ist eine Truhe. Vielleicht sonst noch eine Truhe. Wenn wir schon mal dabei sind. Ja, genau. Was in den Kommentaren geschrieben wurde, hier unter Fertigkeiten. Hier gibt es ja den Allianzkrieg, das ist das PvP-System, also die PvP-Fertigkeitslinien. Und hier gibt es unter Sturmangriff noch den unerbittlichen Angriff. Und der gewährt dauerhaft größeren Galopp, was das Reittempo um 30% erhöht. Also da muss man da gar nicht zum Stallmeister. Es geht aber nur, wenn man die Einführungsquest der PvP macht. Also des PvPs. Player vs. Player heißt es. Und PvE Player vs. Enemy. Denke ich mal. Also gegen computergesteuerte. Das andere ist gegen spielergesteuerte Charaktere. Und setzen wir mal auf uns. Ich habe vielen das Dank für den Tipp in den Kommentaren. Sind wir schon mal ein bisschen schneller unterwegs. Das ist ganz gut, wenn man längere Strecken zurücklegt. Dann kann man links und rechts Ausschau halten wegen Handwerksmaterialien. Die nehme ich immer gern mit. Boah, so schnell, dass man gar nicht durchs Tor reiten können. Nee. So. Dann schauen wir mal, wo hier die grüne Ausgrabungsstätte ist. Es geht sogar beim Reiten. Ja, cool. Aber wahrscheinlich unten. Dann reiten wir mal nach unten. Oh, diese Spinnenviecher, ey. Wie ich sie hasse. Warten wir mal wieder auf den Antiquar, weil ich sehe noch keinen. Ah, hier ist er. Hier ist die Ausgrabungsstätte. Ja, toll. Okay, ich bin im Kampf. Greifen die jetzt mich an? Hm. Miri macht es schon. Aha, da haben wir es schon. Also so viel Pech wie davor hatte ich auch noch nie. Ich weiß nicht, wenn man da mit dem Spatel noch rumtut. Wenn man, hier kann ich ja den Spatel nicht anwenden, sonst würde ich da auf dieses Relikt stoßen und es dann beschädigen. Oder? Ja, genau. Ich habe die Antiquität beschädigt. Oh mein Gott. Eine Antiquität kann nur bis zu einem gewissen Grad beschädigt werden, bevor die Ausgrabung fehlschlägt. Versucht vorsichtig zu graben, indem ihr den Pinsel verwendet, um zu vermeiden, dass die Antiquität noch mehr beschädigt wird. Also die hat da hier einen Lebensbalken. Und wenn er zu Ende ist, dann ist die Ausgrabung fehlgeschlagen. Also nicht zu tief graben. Der Spaten macht zwei Ebenen weg. Nee, drei Ebenen. So. Genau. Mit dem Pinsel kann man immer eine Ebene wegnehmen. Ah, ich habe das Bonusmaterial, ist auch schön. Und wir kriegen wieder diese Spur, weil wir die Spur schon ausgegraben haben. Eine neue. Und die werden wir auch mal spähen. Bisschen überlegen hier. Da haben wir jetzt zwei Foki hier auf einmal.
es verbraucht keine Züge, das Verschmelzen, das finde ich ganz cool. Ja. Wir haben alle Foki erreicht. Da ist, glaube ich, einer mehr. Bei der blauen Ausgrabung. Okay, und hier ist dann auch unser Gebiet schon. Da reiten wir mal zum Schrein und dann porten wir uns hoch. Ach, das mit dem Reiten hat schon was, ey. Na, was sagt ihr? Danke für den Tipp nochmal. Jetzt habe ich gecheckt, was du meintest. Oh, jetzt brauche ich dann nur noch die Ausdauer. Nein. Deswegen laufe ich ein bisschen weiter, damit sich das Pferd ein bisschen erholen kann. Ich kämpfe erst so viel, seit ich euch kenne. Ja, das denke ich mir, ey. Du bist immerhin auch Stufe 5 jetzt. Gut, wir sind jetzt beim Wegschrein angekommen. Wieder da hoch in unser Gebiet. Ah. Und haben, nee, dachte, da ist schon die Ausgrabung gefunden. Nee, es sind nur ein paar Blümchen. Okay, sind voll in die falsche Richtung geritten. Hier irgendwo. Ach ja, hier ist der Haufen. Weiß gar nicht, wie man da am besten systematisch vorgeht. Ah ja, okay, cool. Ich habe noch einen Punkt. Ah, okay. Dann krammen wir mal hier nach unten. Sind das zwei Ebenen, oder? Ne, ist eine. Drei sind das, okay. Ah, ich habe schon das Bonusmaterial gefunden. Also es geht in der Tat, dass man das vorher findet, bevor man die Ausgrabung, also die inaktiven dietrischen Fesseln quasi ausgegraben hat. Auch gut, weil dann mache ich hier ein bisschen weiter. Gut. Das sind jetzt also vier Schichten, was wir da haben. Und eine Spatel macht, also die Schaufel, das Spatel, macht drei Schichten weg. Ja, ist einfach nur Glückssache hier. Bisschen Geld. 107 Gold, das passt auch. Die Antiquität wird über Nacht in den Zirkel geschickt. Verita Numida, Numida schreibt: Obgleich ich ebenfalls der Meinung bin, dass diese Gegenstände aus Kalthafen stammen, würde ich aufgrund bloßer Rückstände keine voreiligen Schlüsse ziehen. Das lichtlose Kerkerloch war ein Gefängnis für Diener Meridias. Angesichts dessen, was an diesem Ort zuvor sie geht, erscheinen mir Handschellen als zu milde Strafe. Wow. Ja, cool. Wir haben alle drei Informationen freigeschaltet, weil wir dreimal diese Spur ausgegraben haben. Ja, die geht nur noch 4 Tage. Die haben wir noch. Ah, die geht auch 30 Tage. Die haben wir gerade eben freigeschaltet bei der ersten blauen Schicht. 4 Tagen schaffe ich das ja niemals.
Naja, muss ich halt irgendwann mal wieder suchen. So, hier ist so ein Balken. Okay, der füllt sich dann. Okay, cool. Also richtig interessant das Ganze. Das heißt, wir werden wieder eine. Machen wir das nochmal. Das Gute ist, wir können da gleich. Drei Versuche hätten wir noch gehabt, aber wir haben es vorher geschafft. Aber war nur eine grüne Ausgrabung, eine grüne Antiquität. Wo ist sie? Ah, hier. Also am Anfang ist es halt richtiges Gegrinde, aber man kriegt auch viel Geld oder Goldmünzen dafür. Also es lohnt sich schon, ist halt ein feiner Zeitvertreib. Man kann auch tolle Sachen wohl anscheinend finden, wie Setteile, ein Mount sollte noch drin sein und andere Sachen. Aber so weit war ich noch nie. Deswegen. Ja, könnt ihr mal erzählen, was denn euer bedeutendster Fund war? Leider hat das Auge noch sehr viel Abklingzeit. Ah ja, hier ist es. Die Ausgrabungsstätte. Gut. Ups, verklickt. Naja. Ich sehe das dann eh gleich, ja genau. Oh, das war doof. Ein Denkfehler meinerseits. Nee, diesmal, wenn wir kein Glück haben, denke ich mal. Ah! Ja, okay. Und schon wieder nicht haben wir uns. Ich daran, aber es war wirklich gut. Blaue Spur, die werden wir nochmal spähen. Muss man mal ein bisschen nachdenken. Hey, in dem Spiel muss man sogar nachdenken. Ja, ist eine blöde Anordnung, aber. Ich will halt draufkommen da. Mach's mal so. Ja. Man hat hier genug Zeit, finde ich. Für die blaue Spur. Okay, die ist da oben. Wir sind eh gleich beim Schrein. Das ist schön. Ich hatte mal eine Ausgrabung, die gleich wieder an der gleichen Stelle gespawnt ist, wo ich gerade ausgegraben habe. Das ist noch viel schöner.
Es geht dann richtig dann rucki zucki dahin. Kaltafen ist doch mal ein tristes Gebiet zum Ausgraben. Baumwolle, Pilz, alles da hier. Schöne Beute. Brauchen wir nur noch eine Kiste. Ich liebe Kisten knacken, ich weiß es auch nicht. Das Meisterhafte zum Beispiel, es gibt so richtig den Kick, weil es so wenig Zeit eben zur Verfügung gestellt wird, um diese Kiste zu knacken. Ah, wir sind vorbeigerannt, also gut, dass wir mal aufs... Ah, da hinten sehe ich es schon leuchten. Gut, also eine schwerere Ausgrabung wieder. Tja. Ah ja, sehr gut. Wir haben es schon mal geschafft. Aha. Diesmal ist uns das Glück hold. Ja, mit dem Pinsel kommt man halt echt nicht voran. Fangen wir da an. Okay, ich bin schon am Boden. Hoppla. Da. Nichts gefunden, außer parfümiertes kosmetisches Polster. Hat Mutter mir das nie vorgeschlagen. Genau, das war jetzt unsere Ausgrabung von Blauen. Ausgrabungsstätten. Und wir sind hier weiter fortgeschritten, brauchen 30, dass man wieder einen Skillpunkt machen kann. Die Blauen geben auch ein bisschen mehr, was ist das? Inspiration, sagen wir mal. Oder Fortschritt quasi von der Fertigkeitslinie und ja. Das ist halt ein bisschen gegrindet, aber am Ende lohnt es sich dann doch, wenn man auch die legendären Spuren ausgraben kann. Ja. Das war's halt wieder mal leider mit unserer Folge. So schnell vergeht die Zeit hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich freue mich immer drüber. Ja, und schreibt halt mal in die Kommentare, was denn euer bester Fund bis jetzt war. Darauf würde ich mich sehr freuen, davon zu lesen. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ihr.